Hallöchen, Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch herzlich zu einem neuen VR-Video begrüßen. Heute gucken wir uns die App Little Star Cinema an. Leider steht die App hier gerade. Doch, da oben steht Little Star. Ist eine App, die ist tatsächlich nur im amerikanischen. Wow, cool. Im amerikanischen Play Store gibt, aber den kann man sich ja ganz leicht holen, wenn man sich einen amerikanischen Play Store Account macht. Das kann ich noch auf meiner PS4 spielen. Und da gibt es ganz viele tolle VR-Videos, wo ich mich gerade schon so ein bisschen durchgeklickt habe und wo ich mir schon das eine oder andere angeguckt habe. Und ja, da werden wir uns heute ein paar Videos anschauen. Wir fangen an mit der tollen Band Pentatonix, die mit Lego zusammen ein Video gemacht hat. Ein Musikvideo zu einem ihrer Lieder Up on the Housetop. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen und ich könnte es mir 200 Milliarden Mal anschauen, weil ich es so sehr liebe. Ja. Genau. Ist mit Lego gemacht. Ich muss mal eben für mich ein bisschen lauter machen, weil es ist gerade sehr leise für mich. Jetzt habe ich es leise gemacht, das läuft. Ja. Habe ich schon mal drauf reacted, aber die Aufnahme leider weggeworfen, weil die Aufnahme 20.000 Jahre alt ist. Da habe ich gerade meine Haare frisch gefärbt gehabt. Eigentlich wollte ich damals das Video mit in den... Es ist eigentlich blöd, das zu erzählen, wenn hier gerade ein Musikvideo abgeht. Daher lasse ich das einfach. Da sind alle. Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht umfalle. Ich hatte die VR lange nicht mehr auf. Die war ja bei der Reparatur. Und jetzt geht wieder alles. Yay. Hype. Übrigens, das Scott, das Kirsten, das Mitch, das Kevin, das Avi. Wenn ihr Pentatonix nicht kennt, dann deabonniert mich bitte, danke. Ich muss noch lauter machen. Das ist toll! Ich habe das, glaube ich, schon 10 Mal gesehen und ich kann es mir mal wieder angucken. Es kommt Mitch dran, der hat übrigens Angst vor solchen Fahrten, deshalb guckt er so gefürchtet, hat er auf Twitter gesagt. Fand ich ganz witzig. Here is a hammer. Da fliegt der Hammer! Da! Was hier allerdings irgendwie ein bisschen blöd ist, wenn du nach rechts läufst, bewegst du dich nach links und andersrum. Das ist etwas verwirrend für mich, aber hey. Ich bin in die Mitte mehr. Ich glaube, ich muss aufpassen. Cool! Up on a house top. Ich hoffe, ich krieg kein Copyright. Das ist bei Pentatonix ist immer so eine Sache. Nein! Bleibt hier! Tschüss! Tschüss, Pentatonix! Wir gehen jetzt wieder. Oh, guck mal, da ist Lego. Überall Lego. Ist das nicht toll? Lego ist super. Und irgendwo ist der Weihnachtsmann. Da oben ist der Weihnachtsmann. Hallo, Weihnachtsmann! Tschüss, Weihnachtsmann! Ja. Eigentlich wollte ich das schon früher raushauen. Ich habe das ja, wie gesagt, schon mal aufgenommen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Ab an der Haustab von Pentatonix. Abonniert die, machen tolle Musik, kauft ihren Merch und ihre CDs. Danke. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, ob ich den Controller hinbeworfen. Muss ahnen. Nee, ich möchte mir selber ein neues Video aussuchen, bitte. Wo ist das der Controller? Nee, das ist der Xbox-Controller. Das ist immer... There's this thing that's stuck in my head. Was? I'm trying to remember it. No, not this. This is just a memory where... Nein, ich möchte mir die Videos selber aussuchen. Da waren eigentlich noch ein paar, die ich sehr interessant fand. In einem Fusionsreaktor möchte ich nicht sein. In Aleppo möchte ich auch nicht sein. World of Tanks interessiert mich auch nicht. Meet Albina? Nein. Das klang interessant. Don't push the red button. Hi. 97% können diesen Knopf nicht drücken. Das Viech sieht süß aus. Hm? Ich glaube, den solltest du nicht drücken. Ne. Billardkugel. Do not over... Ich darf nicht die Linie übertreten. Oh, ist das eine Kettenreaktion? Puh. Cool. Jetzt ist da der Ball. Wow. Na? Der geht da rein. Oh, guck mal, wie das Viech. Das Viech ist voll süß. Back again.
Ja, ja. Da war, das sind doch irgendwelche Facebook-Daumen. Jetzt fängt da die Billardkugel, die Bowlingkugel an zu rollen. Die löst den Hammer aus. Oh Gott. Oh je. Oh Gott. Oh Gott. Pass auf! Ich war's nicht. Das ist ja süß. Das war ja süß. Warst du das schon? Das war süß. Das hat mir gefallen. Das war süß. So, sowas ähnliches hast du ja schon mal gesehen. Irgendwas mit Teleport vielleicht, aber da war noch was anderes Interessantes. Ich möchte auch nicht zu den Oscars gehen. Hier, mit Goofy von Disney. Disney ist toll. Ready? Let's go! Here at Walt Disney World Research Labs, we've put some of our brightest minds. Goofy? Was macht der da? Including 360-degree video, a magical new way to experience our four parks. While we can give you a glimpse, we're not quite ready to reveal. Yes, Goofy, I see you've located the transporter. Let's save that demonstration for another day. Ah, jetzt können wir hier Achterbahn fahren im Disneyland. Die kenne ich noch nicht. Es ist sehr komisch, Achterbahn im Stehen zu fahren. Ich möchte mich hinsetzen. Wo ist mein Stuhl? Keine Ahnung, wo mein Stuhl ist. Ja, das wäre cool. Although it certainly isn't the lab. It appears we've arrived in Princess Fairy Tale Hall. Queen Elsa and Princess. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Frozen, oder? Schön. Come along. Just let it go. Let's just walk out the door. Jetzt sind wir wieder bei einem Ride. Ein Kind! Hilfe! Was? Wo sind wir jetzt? Twilight Zone? Hi. Geh weg von mir. Ich sehe gar nichts. Ist dunkel. Oh! Oh nein. Okay, das geht noch. Rock'n'Roller Coaster, so eine geile Achterbahn, die bin ich damals auch gefahren. Die ist awesome. Ich will da nochmal reinsitzen. Darf ich? Nein. Bist du eigentlich mal fertig? Schön. Ja, das wäre super. Mir wird schlecht. Ah, schön. Müssen wir ins Disneyland gehen. Disneyland ist toll. Was ist mit meinem Kabel passiert? Es ist so kurz. Hilfe. Cute. Okay. Test-Track. Oh je. Alter, ist das schnell. Woo! Da ist Donald. Pluto. Schön. Ja, das finde ich auch ganz gut. Das ist Mickey und Minnie. Ist warm. Ja, war toll. Come enjoy this magical view only at Walt Disney World Resort. There's nothing else like it. Ja, ich muss noch mal ins Wort. Goofy! The end. Toll. A Walt Disney Resorts Production. Ach, da ist mein Stuhl und da hat sich mein... Was? Jetzt muss ich doch eben gucken. Wie ist das passiert? Was? Das ein. Das. Das könnte mir gefallen, weil es ist. A cappella.
das ist cool. Ich mag diese Brille immer noch. Na gut, das kenne ich schon von Mike Tompkins. Ist nichts Neues. Buh. Aber ich warte mir noch. Wo ist denn König Löwen? Das ist toll. Das ist echt toll. Da muss man nur ein bisschen suchen. Ich glaub. Nein, ich möchte mir nicht Donald Trump angucken. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal gesehen. Das ist auch geil. Das ist auch echt schön. Ah. Ah. Wenn ihr das Musical noch nicht gesehen habt, dann würde ich es euch echt empfehlen, weil es ist awesome. Hallo. Schrei mich nicht so an. Da ist der Dirigent. Woo, Dirigent. Hi. Ich hab sogar ein Bild, also meine Cousine hat sogar ein Bild mit der. Oder mit dem, das ist Rafiki. Nicht meine Cousine, meine Schwester. Das habe ich ihr damals zu Weihnachten ein Bild geschenkt, das weiß ich noch. Das Bild habe ich sogar noch irgendwann beim Handy. Das war auf jeden Fall ein geiler Abend. Das ist einfach schön. Hm, okay. Oh, ich will dich nicht sehen. Ich will das sehen. Schön machst du das. Du auch. Da kommt Zebras. Zebraleins. Ich möchte wieder auf die Bühne. Ich... Schön hier. Hi. Ich muss mal wieder ein Musical angucken. Ich habe gerade recht viel Geld auf dem Konto. Sollte ich eigentlich demnächst mal wieder machen. Könnte ich mir gerade sehr, sehr gut leisten. Muss ich mir mal wieder gönnen. Ich hatte die Möglichkeit und habe es nicht gemacht. Das war ein bisschen doof. The Circle of Life. Komm, nimm auf die Bühne. Guck mal, die drehen sich. Ich dreh mich auch. Hilfe, mir wird schon wieder schlecht. Ich kenne einen deutschen Text. Das ist ein Problem, sonst würde ich jetzt mitsingen. Aber das kann ich. It's the circle. The circle of life. Guck mal, der macht hier Vögel. Ich weiß nicht mal, wo ich stehe. Ich bin bestimmt schon lange nicht mehr in der Festcam. Tofu. Tofu ist gut. Genau. Mhm. Ich verstehe vollkommen, was du mir sagen willst. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Irgendwie hat sich auch mein Mikrofon verabschiedet. Das ist ganz schön hoch. Okay. Danke. Als hätten sie mich gehört. Das könnte ich mir halt auch 20.000 Mal angucken, weil es jedes Mal geil ist. Mhm.
It's the circle. The circle of life. Geil! Ich bin sogar noch in der Facecam. Wundert mich. Ich dachte, ich wäre schon so weit weg von jeglicher Facecam. So, wir gucken jetzt noch ein Video, aber ich weiß nicht welches. Ja, guck, wir wollen zum Party rocken, Simple. Nein. Birthday Bluff. Das ist halt irgendwie alles cool. Ich möchte nichts Horrormäßiges schauen. Ich möchte nochmal was Schönes schauen. Irgendwas, wo mir sagt, das ist schön, das will ich jetzt sehen. Genau das. Paranormal Activity. Das habe ich schon mal gesehen, das ist gar nicht so toll. Ich habe vorher noch was teleportet. Komm, gucken wir uns das doch mal. Das hat mich irgendwie interessiert. Wie lange geht das? 4 Minuten noch. Okay. Dann tue ich jetzt mal den irgendwo hinlegen. Geht das hier? Also so sollte man kein Date ändern. Was guckst du mich so an? Wollt ihr mich verarschen? Hi, John. Officially creeped out to the man. Hey, so hässlich bin ich auch nicht, ja? Guck mich nicht so an, du! Ey, 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 ey! Was? Oh. Hübsch hier. Friedlich. Schön. Naturbelassen. Max hier. Hier ist schön. Gut erkannt. Ein Freizeitpark. Nein. Ich mag deine neue Freundin. Die ist nett. Die teleportiert einfach YOLO-mäßig. Hey! Die Dame wollte auf ein Riesenrad. Das ist nicht nett. Kenn ich nicht. Irgendein Observatorium. Planearium. Ihr müsst halt irgendwann auch wieder zurück, das wisst ihr. Hi. Ja. Ja. Ciao. Der hält uns für irre. Der hält uns für sehr, sehr irre. Alter, fass mich nicht immer an. Wow. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist hübsch. Das ist sehr, sehr hübsch. Oh, wir sind in Japan. Oh. Ach, China. Nicht Japan? Ja, das China. Dann sind wir wohl nur in Chinatown. Ja. Guck mich nicht so an. Hallo? Du hast mich getroffen. Okay, we're back. Up top, please. Deine Freundin fehlt. That is not ideal. Bisschen ungünstig. We gotta find her. Well, it's a good thing we have no idea how this works.
Das war cool. Come on, dear about teleportation, we think. Nett gemacht. Habt ihr gut gemacht. Jetzt könnt ihr euch noch schön die Credits angucken. Ich bin jetzt aber erstmal fertig mit einem weiteren VR-Video. Wir werden uns, oder vielleicht kamen da auch schon Folgen. Währenddessen könnt ihr euch das hier nochmal ein bisschen angucken. Vom BMW. Ich will mir das mal eben aus den Ohren raus tun, dass ich eine vernünftige Absage machen kann. Ja, hab noch lange die VR-Brille wieder eine Weile aufgehabt. Werde das noch ein bisschen PlayStation VR Worlds aufnehmen. Vielleicht kamen die Folgen von dem Schuh. Ich hab keine Ahnung, wann das kommt und so weiter. Ich nehme einfach ein bisschen auf, weil ich Bock auf VR hab. Und ja, ich würde aber sagen, wenn euch die Folge von Sid Rex gefallen, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Link zu Sid Rex Playlist und zu PlayStation VR Playlist und zum Kanal und zu noch irgendwas anderem in der Endcard. Also schmied Links in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video und ja, was gibt's denn da noch zu sagen? Also tschüssi.